Hallo und herzlich willkommen zum Schnupfsimulator 2015. Was heißt Schnupfsimulator? Zum Allergiesimulator. Sind wir immer noch? Oh, es ist nicht mehr zum Aushalten gerade im Moment. Ich weiß auch nicht, ey. Ich meine, ich habe es jetzt schon seit 3 Jahren, die Allergie, aber Gott. Also es kann sein, dass ich jetzt hier irgendwie zwischendrin 7-mal cutte gefühlt. Weil ich einfach wieder zu Nase habe und oder niese und ja, ne, muss nicht sein. So. Ah, ne, wisst ihr Bescheid. Ich wollte ein bisschen was jetzt automatisierungstechnisch machen. Und zwar, wir werden erstmal Musik anmachen. Wenn wir Musik anhaben, wir werden das hier mal ein bisschen umräumen. Ich habe vor, das ME gesteuert zu machen, alles. Was bedeutet das? Das bedeutet ganz einfach Folgendes. Zum einen, die drei Dinger hier werden hierhin verfrachtet und wir packen alles über ME-System. Das bedeutet, wir brauchen Storch. Was? Wir brauchen einen Storch-Pass. Haben wir 2 Pisten und das da und dann das da. Wir brauchen nochmal einen anderen Chor. So. Okay. So, und ich merke gerade, wir sind out of iron. Das heißt, wir müssen nochmal hier vielleicht nebenbei was machen. Ach ja. So. Da kann im Moment noch nicht irgendwo outputten, weil wir kein Interface oder sowas haben. Ah, wie ich das hasse. So, wir brauchen auch noch ein zweites Interface dann. Da brauchen wir dann noch den anderen Core. So. Können wir mal hier schon mal. So. Habe ich hier vielleicht durch dummen Zufall wollte ich sagen. Zeug. Wenn ich jetzt einen Storage Bus? Ja, okay. Und ein Interface. Sehr gut. Storage Bus Interface. Ich würde sagen, ich haue erstmal alles weg. Kann ich das so einfach? Ja, wunderbar. So, wir hauen jetzt hier erstmal alles weg, was wir jetzt hier haben. Weil das brauchen wir nicht mehr. Beziehungsweise nicht mehr in der Form, in der wir es gerade haben. So. Die Kiste ist eh verbuggt, die gibt mir hier so ein komisches, diese Compact Chest oder was auch immer, das ist, keine Ahnung. Das ist immer so ein Item, was man dann wegwerfen darf. So. Und dann die ganze Konfiguration jetzt über den Müll, über den Haufen werfen, nicht über den Müll. Ups. Hoppala. Moment. Man hört es vielleicht schon wieder, es geht langsam wieder los. Mit der Nase. Es ist nicht mehr zum Aushalten. Naja. Nun gut. Nun gut, nun gut, nun gut. Ich pack mal noch das weg. Damit wir jetzt mal alles einsammeln können. Das kann weg. Das kann weg. Okay. Gut. Wie möchte ich das haben? Wir brauchen erstmal nochmal Kabel. Und dann gehen wir mal. Ich brauche jetzt mal einen Drawer. Huch. Denn wir werden die Drawer so bauen, dass wir praktisch von unserem Haupt-ME-System auch drauf zugreifen können. Dass wir praktisch wie so eine Art Kombination haben. Machen wir mal diesen da. Und dann diesen da. Ah, es nervt ein bisschen. So. Das Problem kann nämlich sein, ich muss gerade überlegen, wie wir das am günstigsten machen. Wir bewegen mal das hier. So, machen wir nach hier. Und dann hier weg, da weg. Eins. Das steht bescheuert. Guck mich an. Eins, zwei, drei. Das sind im Moment 32 Stacks pro Ding. Reicht aber erstmal. Ich halte mal hier vielleicht auch schon mal alles ab.
So. So und so. Gottes Willen. Ah, Mensch. Wie ich es hasse. So, das können wir auch noch ein bisschen zubauen hier. Bauen ist ja dann gleich schöner alles. Dann brauchen wir mal Gravel. Ja, ist ja egal. So. Gravel. Draw Locker. Wir brauchen eigentlich 4, ne? Fällt mir gerade so auf. 3 für den Mist. Und dann. Ja, ne? Ich mach mal den Shader aus wegen den Lightbugs hier. Das ist gerade nicht schön. So. Locken. Können wir auch locken. Dann brauchen wir halt noch Cobblestone irgendwie. Na gut, Cobble können wir ja erstmal hier hinten lassen. Ist ja egal. So, dann die Commit. Muss ich nur mal gucken, wie man das jetzt hier. So. Huch. So. Okay. Gut. Dann. Alles, was nicht mehr da sein muss, kommt erstmal weg. Das hätte da bleiben sollen. So. So. Okay. Wir haben alles Mögliche wieder über. Ich mache mal das da. Okay, und in die Kiste packe ich mal hier das Zeug alles rein. Okay. Wie kommen wir da jetzt ran? So, ne? Okay. Weiter im Programm jetzt. Das Ding. Und weg, weg. Können wir schon mal einfach so und so und so. Alles klar. Können hier hinten, dieses Konstrukt kann dann auch weg. Wie gesagt, wir regeln das alles über andere Dinge. So, der kann auch erstmal weg. Ganz weg erstmal. So, okay. So, wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen... oder machen wir doch lieber 3 Storage-Bus? Ich bin jetzt gerade überlegen, ob wir 3 Storage-Bus machen oder... 3 Storage-Bus hätten wir halt ein bisschen mehr Möglichkeiten. Hm. Ja, das Problem ist, mit dem E-System können wir es praktisch nicht laden. Aber wir machen es ja eh so, dass praktisch wir nur intern haben. Wenn ich das so mache, haben wir nur intern. Moment. Ah, das hätte ich mir vorher überlegen sollen, wartet. Okay. Guck mal zurück, wir machen das ein bisschen anders. Ich brauche erstmal mehr Kabel. Warte mal, nimm mal bitte die Pure, wenn du welche hast. Wenn nicht, dann crafte mir mal 20. Kannst du nicht. Ist aber nicht schön. Seed. Achso, wir brauchen ja die Fluix Dust dafür. Achso, ja. Sollen vielleicht hier auch irgendwie mal Strom da lassen. Bei den Maschinen. So. Schupp. Okay. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ja, im Endeffekt brauchen wir ja 3 Stationen. Das heißt, wir fangen praktisch an mit Cobblestone, gehen zu Dust, gehen zu Gravel, gehen zu Dingens. Ne? Und da wäre es wahrscheinlich doch am besten, ich mache dann halt lieber 3 Storage-Pass. Na, eins dahin. Eins dahin. Ich muss gerade überlegen, ist das, das, das? Ja, okay. Ja, und dann hier im Endeffekt ein Dust hin. Moment. Komm mal her. Können wir auch alles vielleicht nochmal einen verschieben oder so? Na gut, hier können wir dann Kabel reinleiten oder so. Nach unten dann hier rein oder so. Mal gucken. Das wird dann unsere Assembly-Line-Gedöns, ne?
Oder müssen wir jetzt hier erstmal ein paar Item Conduits vielleicht? Weil wir kriegen ja einen Secondary Output. Und den geben wir im Patch nach oben aus. So. Und so. Und damit verteilen wir jetzt praktisch dann wieder hier auf dieses System. Ich überlege gerade, das Ding hier hat als Zusatz Sand, das Ding hier, das und das, das, okay. So, jetzt müsste das eigentlich ja funktionieren, wenn ich jetzt hier einen Stack Cobble reinlege. Achso, wir könnten müssen noch sagen, hier zur Seite kommt das Rote. Damit wir hier schrittweise rausgehen und vom Gelben nimmst du rein. So, ja, hier dann auch im Endeffekt Gelb, ne? So, das heißt, wir produzieren jetzt hier Cobble. Der Cobble wird hier in die Barrel reingepackt. Bonus-Output geht weiter. Hier zum Sand. Hier nehmen wir direkt aus dem Gravel raus, packen den Sand hier drüben rein. Hier nehmen wir raus und packen es da rein. Das sieht ein bisschen strukturierter jetzt aus, was wir hier jetzt aufgebaut haben. Ich mache mal hier kurz dicht. Und wir platzieren dann einfach von unten, hätte ich jetzt gesagt, die Storage Bus dann dran. Dann mache ich es halt lieber mit drei Storage Bus. Ist mir dann vielleicht auch lieber, als dass ich das jetzt alles umrüste und umstrukturiere und dass wir das hier vielleicht doch nicht nutzen. Nun gut, ja, man soll sich vorher Gedanken machen. Aber ihr kennt mich. So, dann muss ich nochmal überlegen. Wir müssen halt hier an den P2P irgendwie ran. Können ja einfach den P2P verschieben, ne? Memory Card. Komm mit. Du kommst mal nach hier. So. Und so und so. Mit Warten. Wunderbar. So. Das juckt, das juckt, das juckt. Ah. Ich hasse das. So, das heißt, wir haben nämlich hier jetzt schon praktisch das nächste im E-System. Das heißt, wir können einfach hier runter. Und können dann praktisch den Gravel, Sand und alles Mögliche gleich erreichen hier drüber. Mensch. Ich mach mal hier kurz dicht. Dann können wir mal noch Output. So. Kriegen wir gleich noch ein bisschen Koppel rein. Ein Secondary nimmt er. Achso, es ist alles voll, okay. Ach stimmt, wir brauchen da ja dann so ein Auto-Suction-Upgrade. Moment. Augment. Ich glaube, wir brauchen das Ding, ne? Ich meine, es ist jetzt nicht so teuer, aber... Habe ich davon eins? Zum Testen? Ja. Requires? Ist egal. Brauchen wir nicht. Automated Output, das brauchen wir. Redstone-Control. Redstone-Control brauchen wir nicht. Brauchen das da. Klappt das? Site Accessibility. Ach, warte mal. Braucht das Ding Redstone-Signal, damit es überhaupt anfängt, oder was? Moment. Willst du das Redstone-Ding reinpacken? Redstone-Signal ignored. Aber er nimmt trotzdem nichts aus der Barrel raus. Oh, was sind das? Mensch. Aha. Gibt's hier irgendwas Secondary in the Gradient? Das muss aber das hier sein, oder? Das ist Fuel, das ist Power. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum das Ding nicht rausnimmt. Früher hat sich das Zeug automatisch aus Kisten das Zeug rausgesogen. Das war schöner. Dann. Na, wahrscheinlich Kommando zurück jetzt hier. Dann doch nochmal alles umbauen. Yippie. Weil das Zeug keine Autosuction hat. So ein Scheiß, ey. Dreck. Dann machen wir das jetzt einfach mal ganz. Ja, Hopper sind mir eigentlich zu teuer, muss ich sagen. Ja,
Das ist das Blöde. Die können sich nicht automatisch irgendwas anscheinend rausnehmen. Auch wenn man ihnen das eigentliche Teil dafür reinpackt. Ignorieren sie einfach. Ist ihnen egal. Keine Ahnung. Nimmt einfach nichts an. Gut. Dann nicht. Dann kommen jetzt die mal alle einen hoch. So. Pulverizer. 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 Den Auto Output und Input können wir. Input muss weg. Mensch. So. Und so. Ich hoffe mal, ich mache das jetzt richtig. Also so wie ich das denke jetzt. So. Das heißt, wir machen praktisch jetzt von hier unten den Input. Das gleiche von unten Input. Von unten. Ach ne, es wird wieder nichts. Es sei denn, wir machen jetzt hier oben nochmal ein großes Ding drüber. So ein Scheiß. So, jetzt muss ich überlegen, warte. Das hier brauchen wir erstmal nicht. Das Ding muss das mit erreichen können, das Ding muss das mit erreichen können, das Ding muss nur das erreichen können. Das heißt, bei dem hier ist es so eigentlich relativ egal. Wir haben halt jetzt alles dreifach gemoppelt durch hier oben das Zeug. Ich finde das schon wieder richtig nervig. Egal. Servus. Eins hier. Always active. Und du hier, always active. So, hier müsste jetzt immer Sand reinkommen, dann müsste immer das reinkommen. Hier müsste automatisch Kobbel reinkommen. Hat halt nur im Moment keinen Strom, das hier können wir mal wegmachen. Das hier können wir auch wegmachen, das hier können wir auch wegmachen. Und zur Sicherheit mache ich einfach mal diesen da und diesen da. Man weiß ja nie. Die Dinger sind eh gelockt. Outputten können sie ja automatisch, nur nicht inputten. So, das Ding ist voll, das füllt sich jetzt hier mit dem Buffer auf und dann haben wir das. Das heißt, wir brauchen jetzt noch Käbelchen da hinten. Also an manchen Stellen muss ich wirklich sagen, der Mod, ich weiß nicht, warum man das so machen muss, aber es wird so gemacht. So. Craften man schon ein Update, was Upgrade, was automatisch. Aber vielleicht funktioniert es natürlich nur, dass man von oben irgendwie rein. Ich habe keine Ahnung. Können ja mal testen. Wir testen mal hier. Gehen wir hier kurz weg. Mal ganz raus hier. Hier habe ich das Ding ja eh drin, genau. Dann nehmen wir mal eine Kiste. So, dann machen wir hier Schluss. Und Kobbel. So, wir sollten noch sagen, vielleicht oben Input. Klappt das? So, kann mir mal irgendeiner sagen, wofür dieses Ding zuständig ist? Es ist doch sinnlos, oder? Echt. So. Zack. Müssen wir natürlich, achso, wir müssen jetzt hier sagen, dass hier beides raus kann. Moment. So. Und. So. Genau, das praktisch hier zur Seite das Zeug rausgeht. Okay. Ich weiß nicht, ob es eine Routing Pipe oder sowas gibt, dass man praktisch immer nur in eine Richtung leiten kann. Entweder so nach. Ach ne, das wird auch nichts. Das wird nichts bringen. Egal. Lasst mich. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich bin ein wenig genervt. So. Dann können wir mal das Ding wieder reinpacken. Und ein Item-Duct drunter. Das Ding mal schließen wieder. Okay. Wir hoffen, dass das jetzt erstmal praktisch diese Automatisierung beinhaltet. Hoffentlich. Müssen nur mal hier dann. Jetzt muss ich überlegen. Ein Storage Bus, ein Interface. Beide leer. Und jetzt dürfen wir hier drinnen. Jetzt das mal ganz kurz wegmachen.
Dürfen wir sehen? Kann man hier ganz kurz so. Hippie. Es ist doch zum Kühe melken. Mäuse melken, sagt man eigentlich. Entschuldigung. Schon wieder Sprichwort durcheinander gebracht. So, das. Das kann auch erstmal weg. Jetzt dürfen wir hier drin aber sehen. Nee, nicht. Achso, wir haben hier keine Storage-Basis in den Dingen. Stimmt. Storage. Was? Die kosten halt so viel. Ich möchte das eigentlich gerne optimieren. Warte mal. Wisst ihr was? Wir nehmen einfach die Draw. Ne? Warte mal ganz kurz. So. Und so. So. Und dann packen wir da jetzt die drei Draw hin. Draw. So. Und dann möchte ich nochmal einen Draw Controller. Mensch. 6 Stück davon. 2 davon und ein so ein Ding. Okay. Und dann ein Draw hier, ein Draw da, ein Draw. Ach nee, das wird ja auch wieder scheiße. Problem ist, ich dachte jetzt, ich kann hier dazwischen einfach den Controller packen, aber das funktioniert ja nicht. Hier ist ja wieder alles total zu, also wir brauchen doch 3. Okay. Soll es mir egal sein. Machen wir es halt umständlich. So. So ein Scheiß. Das heißt, wir brauchen viel Eisen. Okay. Das hier ist definitiv ein Subnetzwerk. Das heißt, wir haben 1, 2, 3 Channel. Dann Benutzer. Ne, 4 haben wir in Benutzung. Das Interface noch. Achso, der Storage Bus ist auch gar nicht online. Warte mal, das können wir gleich nochmal ändern. So, das brauchen wir einmal. Und was zu essen bräuchte ich auch gleich nochmal. So. Haben wir schon mal wieder das angeschlossen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt das nochmal ein bisschen. Also das hatten wir ja schon vorher. Das haben wir jetzt nur ein bisschen verschönert in meinen Augen. So. Und dann können wir hier hinten. Wenn wir das mal wegmachen, weil es mich stört. Wenn man das mit einer Spitzhacke machen muss. Können wir hier dann die Produktion machen. Das heißt, wir machen praktisch einen Export-Bus, der die ganze Zeit das durchjagen wird. Redstone basierend. Das heißt, wir füllen das Ding auf, diesen Automatic Sieve, und der sieft. Das war alles. Gut, sie können gehen. ja. Weiß noch nicht genau, ob ich es dauerhaft gefüllt haben möchte oder nur zeitweise. Ich weiß noch nicht. Okay, warte mal. Wir brauchen mal jetzt einen. Was wollte ich? Leadstone. Hab ich davon noch welche? Wo sind sie? Da. So. Einmal hier hinter. Wir sind ja da auch mit einem E-Zeug dran. Das klappt schon. So. Das ist das. Da kommt dann praktisch von der Seite hier da. Im bzw. der Export-Bus kommt da noch dran. Ich mach das mal im Boden. Können wir es eigentlich sogar. Warte mal, machen wir es mal so. Bauen wir noch ein bisschen Kabel dann. Gehen wir hier rum. Hier kommt dann der Export-Bus hin. Und hier auf die Seite dann der Import-Bus. So. Denn wir importieren einfach alles. Und wir werden hier noch eine Rückkopplung machen. Das heißt, alles aus dem Ding, was hier rauskommt, landet im MME-System. Wir können aber auf die gleiche Art und Weise aber auch hier drauf zugreifen, ohne dass wir Channel machen. Verbinden. Zwei Netzwerke miteinander und kriegen
im Endeffekt mehr Channel unter, als würden wir das jetzt praktisch hier über das eine Kabel machen. Das ist Ziel, das ist Plan, das wird so hoffentlich auch funktionieren. Ich wollte hier nochmal kurz was machen, und zwar zu diesem Kabel wechseln. Einfach nur um zu gucken. 5 Channel, okay. Import, Export. Wobei wir natürlich, wartet, wir können das auch gleich so machen. Wir können das hier eigentlich komplett automatisieren, warte mal. Können ja. Ich überlege gerade, ich muss gerade mal was überlegen. Ob ich dahin nochmal ein Subnetzwerk baue. Weil die Sache ist die. Können eigentlich den Sieve auch hier vorne hin und direkt alles immer reinpumpen. Und dann nur den Hammerer hier hinten haben, der mit ME gesteuert ist. Das Ding braucht ja nicht ME gesteuert sein. Das Ding braucht ja keinen Export-Bus im Endeffekt. Es reicht ja ein einfacher Converge. Oder? Müsste ja eigentlich reichen, ne? Wir mal gucken, warte mal. Hier, diese Verbindung ist ja eh für ein... Ne? So. Machen das mal so. Wir packen das mal hier hin. Und dann das hier hin. Und dann ein Servo. Ich möchte gerne ein Basic Servo. Weil mehr brauchen wir da hinten nicht. Huch, schmeiß weg. Okay. Dahin. Low Signal, damit wir es im Notfall ausschalten können. Kriegt das jetzt dann irgendwie gleich mal. Ja, sehr gut. Da muss da jetzt irgendwie Strom hin. Gehen wir auch hin. Das Problem ist natürlich, hier kriegen wir wieder keine Fassade hin. Das heißt, wir müssen es von unten machen. Was das ganze Zeug wieder hässlich macht, aber egal. So. Gehen wir das auch. Ah, oh, Nase. Nein, geh fort. Wir machen nochmal eine Sache anders. Eine Sache anders, das Ding kommt nochmal in den Boden. Können wir nämlich hier direkt wieder ans ME-System anschließen und können praktisch das Zeug importieren. Das wird eh passieren. Wir exportieren dann im Endeffekt nur den Dust. Packen hier. Wir machen praktisch dann eine Schleife. Das heißt, wir importieren hiervon alles außer dieses Powder-Zeug. Wir machen ja kein Gravel oder so, wir machen ja nur erstmal Powder. Das ist ja die Powder-Automatisierung. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt nur 9 Dinger, die wir sagen, die importierst du nicht. Das eine Ding. Und das macht das Subnetzwerk. Das heißt, unser Hauptnetzwerk hier drüben importiert alles, was nicht Powdered ist. Das geht praktisch dann hier direkt rein. Und hier das Subnetzwerk handelt praktisch intern diesen Dust, craftet es zusammen zu Blöcken. Diese Blöcke verarbeitet es dann weiter im Pulverizer. Das Pulverized kommt in den Redstone Furnace und das aus dem Redstone Furnace kommt zurück zu uns. Das ist so Ziel und Plan noch. Ja, ne? Wir haben ja eh Ewigkeiten zu tun hier dran. Ich hoffe, wir werden mal irgendwann fertig. Und mir geht es irgendwann mal besser, weil ich kann mich wirklich kaum konzentrieren im Moment. So, okay. Nochmal schön Nase hochziehen. Richtig schön eklig. So. Ja, das füllt sich auf. Gut. Problem ist natürlich, warte mal, wir müssen mal hier ganz kurz. Und zwar müssen wir praktisch hier noch einen Not ausmachen. Damit wir praktisch das Ding automatisch ausschalten, sobald da was passiert. Sobald nämlich da das Inventar voll ist. Würde ja das Ding das Zeug einfach oben aussplitten. Wir haben natürlich keine Möglichkeit zu messen. Außer dem hier. Und das macht das gerade richtig kacke, weil. Können wir es überhaupt messen? Ich bezweifle es. Ich bezweifle stark, dass wir es messen können.
Das ist doch nervig. Das Problem ist, das Ding hört ja nicht auf, wenn es voll ist. Das Ding splittet einfach alles oben raus. Und das ist der größte Kack an dem Ding. Wie regeln wir das jetzt? Ich will nicht morgen online kommen und alles ist daneben. Kommen wir denn daher? Ja. Okay. Das ist jetzt richtig blöd. Das stinkt mich richtig an. Jetzt habe ich auch den Draw Controller gemacht, weil ich nicht vergessen habe, dass da unten diese Dinger so blöd sind. Ah. Ihr seht, es geht mir nicht ganz so gut. Okay. Ja. Nun denn. Nächste Folge heißt dann praktisch hier den Boden weiter aufreißen. Und hier in diesem Subnetzwerk. Können wir ja direkt. Ne, von hier wird's nichts. Hier ist der Import, das heißt, hier importieren wir. Was heißt importieren wir? Wir machen praktisch hier einen Filter hin. Einen 9er Filter, der automatisch outputtet. Und in eine Kiste rein. Den ganzen Dust. Auto-Packager kommt hier hin. Hier dann der Input, praktisch was davon rauskommt. Beziehungsweise wir könnten das natürlich auch. Warte mal. Ich bin gerade am Überlegen. Wenn wir den Sieve ein nach vorne rücken, können wir es ja praktisch für alle drei gleichzeitig machen. Aber ich brauche das eigentlich ja nicht. Also ich will das erstmal nicht so haben, muss ich sagen, weil ich die Diamanten und so weiter produziere ich mir anders. Das produziert mich mir anders, deswegen. Schwierig. Nun gut, aber die Folge ist eh zu Ende. Wir haben wieder nichts geschafft, außer ein paar Dinge umzustrukturieren. Ich meine, es sieht schöner aus, ne? Es ist nicht mehr so ein Glumpe, aber naja. Wisst Bescheid, ne? Ist trotzdem nicht so das Wahre. Gut, ja, dann trotzdem danke fürs Zuschauen. Auch wenn es in letzter Zeit nicht so tolle Folgen sind, ich weiß. Aber ich kann mich einfach kaum konzentrieren im Moment. Ich sitze ja auch in der Uni da und ich komme einfach nicht mehr klar mit dieser scheiß Allergie. Ich nehme Tabletten, sie helfen nur nicht. Gut, dann jetzt aber gut mit dem Selbstbildleidung. Bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen Tag, noch einen schönen Resttag. Freitag, heute ist ja Freitag, stimmt. Noch einen schönen Freitag. Schönes Wochenende. Und vielleicht sieht man sich morgen gleich wieder. Tschüss.